Ja, hallo. Also ich bin zwar von nicht gedreht, aber ich spreche heute nicht als Teil von nicht gedreht, sondern eher als Teil der ganzen deutschen Brickfilmer-Community, die alle diese Filme gemacht haben und die sich für dieses Mal was Besonderes überlegt haben, was sie bis jetzt noch nicht so gemacht haben. Und zwar ist jetzt in der letzten Woche bei uns auf unserer Internetplattform die Idee aufgekommen, dass man dieses Jahr einen speziellen Preis der Brickfilmer verleiht, und zwar einen sogenannten Preis fürs Lebenswerk. Das macht eigentlich keinen Sinn, weil niemand, der jetzt hier einen Film gemacht hat, hat sozusagen sein Lebenswerk vollendet, aber was soll man anderes sagen? Naja, und dieser Film, der Filmer, der von den Leuten, also ich bin ein bisschen anders, tut mir leid, der also ausgewählt wurde für dieses Lebenswerk, das ist, freut mich persönlich wahrscheinlich am allermeisten, weil es einer meiner absoluten Lieblingsfilme ist, was Lego-Filme angeht. Und das muss ich kurz erklären. Also ich erzähle mal eine Story. Also zwei Nachbarn haben einen dicken, fetten, spießigen Nachbarn und eine genauso spießige Ehefrau dabei. Und dem wollen sie einen Streich spielen. Und da bauen sie eine Kaffeemaschine und bauen eine Zeitbombe ein, die sie ihm schenken zum 1. April. Um 12.01 Uhr explodiert die Kaffeemaschine und verwüstet die Küche der Nachbarn. Was machen die Nachbarn? Die nehmen sich ein Eis, stecken da ein Stromkabel rein und schenken es diesen jungen Männern zurück. Die sind natürlich blöd, nehmen das Eis an und werden da dementsprechend geschockt. Das ist die Story. Dann sollten Sie sich den Film angucken, der ist noch viel besser, als wenn ich Ihnen das so erzähle. Naja, und das ist ein Film von eben Olli, dessen Film wir auch hier gesehen haben. Und das ist nicht der einzige Film, das, was ich Ihnen nicht erzählt habe, ist nicht der einzige Film, den er gemacht hat. Olli hat nicht ein, nicht zwei, nicht drei Filme gemacht. Er hat einen ganzen Film Kosmos gemacht, man muss es so sagen. Das ist ein Gesamtpaket. Es ist einfach, wir werden jetzt gleich den nächsten Film sehen, ich kann das ja ein bisschen vorweggreifen. Es geht um die Megaputze. Das sind einfach zwei junge Leute, die viel Spaß haben und einfach cool drauf sind. Und davon gibt es tausend Episoden im Internet. Es ist eine richtige Faszination mit irgendwelchen. Die Storys sind extrem cool mit irgendwelchen Leuten, die sich als Yeti verkleiden oder halt diese April-Kaffeemaschinen-Bomben-Geschichte, irgendwelche betrunkenen Untermieter, die die Wohnung verwüsten. Also ich finde es großartig, man muss sich die Filme angucken, um die Faszination nachzuspüren. Und ja, eben weil halt das ein derartiger Kosmos ist, den man sich nicht entziehen kann, wenn man irgendwie deutsche Lego-Filme guckt, haben wir uns überlegt, dass wir das heute irgendwie im Rahmen, also von der deutschen Community besonders ehren. Und deswegen haben wir alle dazu aufgerufen, das zusammen, also ich muss dazu sagen, das Ganze wurde ins Leben gerufen von Prisak, dessen Pütti-Fanten-Film wir eben gesehen haben, der heute nicht kommen kann, was ich sehr schade finde. Und naja, dann hat er halt angeregt, dass wir ein bisschen sammeln für Olli. Und wenn du bitte kommen würdest. Möchte ich Ihnen bitten,
Langsam, so, verstehe ich das, ist ja sehr offen. Und zwar sehe ich hier nur erstmal, wer auf Platz 3 des Rotes ist. Platz 3, Preis der Weltkrieg. Mimus von Soliko. Zwei im Wettbewerb um den Preis der Brickfilmer dieses Jahr. Der fünfte von Boni und zwei ist irgendwie. Und Platz 1, ich bin jetzt genauso gespannt wie alle. Im Preis der Brickfilmer 2009 gewinnt, nicht gedreht, für alles ist Thema. Thank you.
irgendwie diesen Waschraum des Kranios, wo dann der negative Held drei Schritte auf diesen lichtgefüllten Spiegel zumacht und dann einen Moment innehält und sagt, ich sehe richtig scheiße aus. Ja, Dankeschön. Unglaublich, das erste Mal dabei und direkt den Jurypreis gewonnen. Vielen Dank nochmal an die Jury, an das Publikum. Ein Preis des Publikums der Steinerei 2009. Ihren Preis gewinnt der Fünfte von Bono und Zeit. Ja, das erste Mal dabei. Vielen Dank an euch, dass wir nicht drüber nachdenken müssen, den Stein in der Mitte durchzusägen und jede Woche hin und her zu schicken oder so. Dankeschön.